Hallo. Und zwar, ich habe ein paar Sachen gebastelt für zwei Tauschpartnerinnen und die wollte ich euch zeigen, bevor ich es abschicke. Und zwar einmal ein Cupcake. Das ist ein Grinsenkatzen-Cupcake. Ich finde ihn wunderschön. Ich würde ihn selbst behalten, aber naja. Dann habe ich nach einem Tutorial diese Schildkröte gemacht. Eine große. Mit ganz vielen Mustern und Schwanz, der Kopf, die Augen. So von unten. Dann habe ich die nochmal klein gemacht. Die finde ich aber irgendwie schöner. Mit so habe ich hier Perlen gemacht, ganz viele. Hier so runde, dann hier so eine durchsichtige, da so Stangenperlen. Ja, seine Augen sind auch so aus Stangenperlen, wenn ich so heißen. Und hier von unten. Der Kopf ist ein bisschen schief, aber das habe ich extra gemacht. Dann habe ich noch Ohrringe gemacht. Das soll eine Katze sein, habe ich mich so ein bisschen nach der Sailor Moon Katze gehalten. Als Ohrringe. Finde ich auch relativ schön. Dann habe ich was genäht gehabt, extra auf den Wunsch von der einen. Da war es denn schön. Dann einmal hier eine große Eule. Die kleinere finde ich hübscher, das zeige ich euch gleich. Ist auch noch ein Schnittmuster von der einen, die das auf YouTube gepostet hat. Fuß und so. Dann hier eine kleine. Die kleine gefällt mir sogar besser, weil, weiß nicht, ich finde es irgendwie hübscher, wenn die so klein ist. Aber naja. So, das war alles, was ich euch zeigen wollte. Ich danke euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.